Tore auf dem Konto hat. Viertelstunde rum, Toski, einer der Neuen, also beim Freistoß. Kann er gut, guter Linksfuß. Und dann ist Maltritz da und die Führung für den VfL Bochum. Das 1:0, nachdem die letzten beiden Partien jeweils ohne Bochumer Tor zu Ende gingen. Aber unglücklich aus Auer Sicht, denn König wollte da klären und köpft dann Maltritz unglücklich an. Nichts zu machen für Männer in dieses Spiel, auch weil Toski gut spielte. Hier ist er beim Freistoß. Guter Linksschutz und dann das 3:0 für den VfL Bochum. Die 41. Minute, erster Saisontreffer für Faton Toski, der damit schon an zwei Treffern beteiligt war. Das erste hat er aufgelegt, das dritte erzielt er selbst und die Mauer der Auer geht da auseinander. Also, Andreas Bergmann hatte viel zu jubeln in dieser ersten Hälfte. In Durchgang 2 ging es nach dem gleichen Strickmuster weiter. Da ist Toski! 4:0 Doppelpack also für den Deutsch-Albaner. Da waren gerade mal 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Aber Treffer hätte nicht zählen dürfen. Achten Sie auf Chong Tese mit der 9. Der steht im Abseits, behindert für meine Begriffe. So ein bisschen Martin Mennel, den Torhüter der Auer. Nur 9 Minuten später. Aue gab sich ein Stück weit auf, weil Toski viel Gas gab da auf der linken Seite. Inouye, schönes Zusammenspiel, wieder Toski und dann ist Federico völlig frei. 5:0 für Federico, der erste Saisontreffer in dieser Saison. Völlig frei da an dem Elfmeterpunkt, diesmal kein Abseits. Chong Tese hüpft zwar hoch, aber alles regulär. Also das 5:0 und Aue weiter mit großen Schwierigkeiten. Immer wieder war es Toski, der den Ball nach vorne trieb. Ganz gefährlich, wird nicht angegriffen, sieht Aydin und der zum 6:0, 7 Minuten vor dem Ende. Also die 2, die Andreas Bergmann da reinwarf in dieses Spiel, die entscheidenden Spieler bei diesem 6:0 Erfolg, dem höchsten Zweitligasieg für